Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empires & Tribes in unserer 26. Folge in der Spielversion 1.0.1. Ich habe jetzt endlich nochmal nachgeguckt. Habe ich mich getäuscht letztes Mal, Entschuldigung dafür. Heute am 26.06. in der Produktion und ich entschuldige mich jetzt so schon mal dafür, dass die heutige Folge ein bisschen später online geht, denn ich habe ein bisschen getrödelt heute mit meinem Privatterminen und ist dann halt leider so. Aber jetzt geht's weiter. Ich lasse die Kamera verschwinden. Zack. Jetzt aber. So. Nach unserem chaotischen Start letztens hatte ich mit dem lieben Chris mal geschrieben bezüglich der Almosenbettler und der Nachlasshändler. Nicht Nachlass, Ablass. Ja, die könnten ja wenigstens mal einen Nachlass gewähren. Egal. Er wird sich drum kümmern. Und er ist auch der positiven Voraussicht, dass das bis zum nächsten Update gepatcht wird. Da es sich wahrscheinlich nur um eine Fehleinstellung und einen gewissen Parameter handelt und so weiter und so fort. Das heißt, ich lasse mich davon jetzt nicht mehr ablenken. Wir werden es so machen, also was vor allem die Nachlass, die Ablasshändler angeht, dass ich einmal am Tag, also am Ingame-Tag, am Marktplatz vorbeischaue und den verjage. Ich hoffe, es kommt nur einer gleichzeitig, weil die kosten ja Steuergelder, ne? Und die Almosen-Leute, die Almosen-Bettler, die werde ich so nach und nach dann mal immer wieder mal so ansprechen, wenn ich ein Ausrufezeichen darüber so transparent sehe. Und so weiter und so fort. Ich kann euch aber schon mal sagen, nicht was als nächstes Update kommt, aber ich kann euch sagen, das nächste Update wird euch auch sehr gefallen. Da ist eine große Änderung gerade in dem Bearbeitungsstatus sozusagen. So, wir machen weiter. Wir haben einiges an Ressourcen. Wir haben freie Bauarbeiter. Produktion sieht auch gut aus. Gut, dann gehen wir mal noch ein bisschen in die Übersicht. Zum Thema Produktion. Holz hatten wir aufgewertet. Na, dann werden wir nochmal Lehm aufwerten, weil das können wir jetzt zur Not noch verkaufen. Vorher aber noch ein, zwei Häuser bauen. Warte mal, wo bin ich jetzt hier? Hier ist die Kapelle. Das ist wunderbar. Achso, Mensch, ihr seid ja schon kurz vorm Aufwerten eigentlich, ne? Wir warten jetzt eigentlich nur auf die Produktion. Stimmt ja. Gleich nochmal gucken, ob ich das beim letzten Mal auch wirklich alles schon so eingestellt habe. Hier sind zwei Leute drin. Hier sind zwei Leute drin. Sehr schön. Also das mit dem Craften werde ich diesmal nicht machen. Wir hatten das ja in der letzten, im letzten Teil der Staffel mit drin. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Ich werde dann vielleicht beim nächsten Update nochmal beim Crafting-System reingucken. Ob denn da was Neues hinzugekommen ist. Hier sind unsere Bettler. Okay, gut. Dann Baby bauen. Ja, genau. Zack. Ich werde mal hier hinten noch zwei Häuser reinsetzen wollen. Moment. Wir nehmen das hier wieder raus. Das nehmen wir auch wieder rein. Zack. Aber wirklich, ein bisschen luxuriös sind die ja schon hier, diese Funktionen. Gefällt mir sehr. Aber warte mal, ich muss mal von oben gucken. Ich glaube nämlich, dass wenn ich das so setze, wird das so richtig schief. Gleichzeitig ist ja da noch diese Erhebung. Setzen wir es hier unten ran. So. Bevor wir wieder haufenweise Probleme ranbekommen, deswegen. So nah wie möglich ran. So. Ist ja schon teilweise in der Straße. Versuch es nur ein bisschen gerade zu machen. Zack. Dann will ich hier aber noch extra einen Brunnen. Ah, das wird so gar nicht passen, wie ich mir denke. Moment, dann machen wir hier ein Haus. Ne? Willst du oder willst du nicht? Jetzt. Okay. Das erste Haus ist richtig schön schief geworden, wie ich dann jetzt auch endlich mal sehe. Das passt so nicht. Den Brunnen. Obwohl, wartet mal. Hier drüben? Komm schon. Ja! Wunderbar. Obwohl, ich hätte noch andersrum drehen können, ne? Egal. So, Häusle. Müsste ja dann da vorne links sein. Minimap ist auf meiner Seite. Sehr schön. Die Minimap ist mit mir. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen mehr Leute mit ranbekommen. Und dann werden wir nochmal beim Jägerstand vorbeischauen müssen.
Kann natürlich sein, dass ich den momentan noch nicht aufwerten kann. Dass wir erstmal noch weitere Einwohner brauchen. Ich glaube, bei 50 gab es die nächste Stufe oder war das schon bei 40? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Erstmal ein Schlückchen Kaffee. Ach, aus der wunderbaren Biso-Zimt-Tasse. So. Moment, wir sind jetzt bei Fachwerk. Okay, gut, dann hier Fachwerk. So. Muss auch noch Fachwerk. So, hier muss ein Fachwerk rein, bitte. Ah, hätte klappen können. Hä? Ah, jetzt. So, und dann nochmal ein bisschen Fachwerk und dann... Ach, jetzt Holzdielen. Okay, ich dachte, jetzt kommt erstmal der Dachstuhl, aber gut. Ein Priester möchte mit euch sprechen. Das war auch nicht von Anfang an so, dass man dann da unten so einen Hinweis bekommt, ne? Ja, die ersten Helferlein tauchen auf. Oh, da fällt mir eine Sache ein. Wir müssen noch unbedingt ganz, ganz dringend in der Stadtratssitzung noch beantragen, dass die Arbeitszeiten nicht so grausam sind. Werde ich gleich mal noch rüberrennen, wenn der Priester jetzt sowieso noch mit mir sprechen möchte. Da fällt mir aber gerade eine Sache auf. Ist es so ruhig, ne? Ich glaube lieber auf Holz. Aber eventuell hat auch der PC-Neustart dafür gesorgt, dass jetzt hier nicht in einer Tour die Bettler und Ablasshändler kommen. Hm. Na gut. Hat sich das erledigt? Schön. Hat ja nur ein paar Nerven gekostet. So, ich hoffe jetzt schon ab 40. Nee, schade. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal, wie gerade noch gesagt, rüber. Ach, dich haben wir noch nicht. Doch. Hat aber ein Ausrufezeichen, ne? Okay. Gehen wir mal kurz hier hin. Beantragen wir mal. Moin. Ich würde gerne über die Arbeitszeiten sprechen in der nächsten Sitzung, denn die sind momentan nicht so schön. Gesetzgebung. Hier, versklavend. Das will natürlich keiner. Wir haben jetzt einen richtig fetten Malus hier drauf. Ah, und ich muss auch langsam mal anfangen, mit den Leuten zu sprechen, wie ich gerade sehe. Das sieht alles human aus hier. Hier haben wir einen Indikator von 0,2 im Positiven. Okay. So, dann würde ich schon mal gucken, wenn wir schon mal hier sind, wegen dem Jägerstand. Ich möchte meinen, den können wir schon ausbauen, ne? Theoretisch. Ja, das dürften wir schon. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir nur gerade nicht alle Ressourcen dafür. Ich bräuchte noch 3 weitere Holz. Komm, bevor wir jetzt hier ewig warten müssen. Denn unsere Bauarbeiter sind ja schon beschäftigt mit dem nächsten Haus. Ach, wir können hier eigentlich schon die 3 Freien mit reingeben. Und dann schauen wir mal beim Priester vorbei. Entschuldigung. Moin. Ich würde einen unserer Priester zur Vertiefung des Wissens der christlichen Lehre gern zur Klausur in das Kloster St. Michaelstein, stimmt der Michaelstein, verweisen. Unglücklicherweise fehlt mir das Geld dafür. Ist okay, hier hast du... Ach, das mal. Es wäre natürlich noch schön, wenn man auch die Mönche sehen könnte, die zum eigenen Kirchenbereich hier zählen. Nicht bloß immer die Bettler hier, ne? Aber gut. Wir haben echt viele hier diesmal. Einige noch mit Ausrufezeichen, einige ohne. Ist vielleicht auch noch ein bisschen komisch. Aber gut. So, wie sieht's denn aus hier? Wie weit seid ihr denn? Oh, wow. So weit schon. War direkt nebenan, Mensch. Könnte aber auch wirklich an den Arbeitszeiten liegen, ne? Obwohl, wenn die schon jetzt so versklavende Arbeitszeiten haben, dann müssten sie ja eigentlich noch sehr, sehr lange arbeiten und dann noch wirklich arbeiten, ne? Hier waren doch ursprünglich mal 5 Leute mit beschäftigt, okay. Hm. Ach Mensch, ich habe jetzt gar nicht geschaut bei dem Jägerstand, ob ich den gar nicht hätte ausbauen müssen, ne? Naja, passiert.
Und ich verliere sehr schnell sehr viel Nahrung gerade. Über 20 Nahrungsmittel jetzt verloren insgesamt. Aber nicht schön. Sag mal, baut ihr hier auch wirklich mit oder steht ihr nur rum und lauft ihr nur rum? Das dauert mir ziemlich lange hier gerade, Leute. Nicht schön. Huch. Der Tasse gegen die Flasche gekommen. Sehr schön. So, mir wurde auch eine sehr interessante Frage über die Kommentare geschrieben. Ob man dieses Spiel denn auch außerhalb der Ego-Perspektive spielen könnte. Ja, könnte man. Aber da würde man die Hälfte des Spiels nicht mitbekommen, finde ich. Also man könnte es nur aus der Übersichtskarte bzw. Vogelperspektive kann man es spielen. Das ist möglich. Man kommt immer wieder zwangsweise hier in die Ego-Perspektive zurück. Das ist nicht anders machbar. Huch. Einfach nur, um in die Übersichtskarten reinzuklicken. Aber grundsätzlich kann man das Spiel die ganze Zeit über die Karte oder über den Baumodus spielen. Ist aber, glaube ich, nicht so schön dann. Ich meine, wozu haben wir denn hier die Möglichkeit, neben dem Bauen auch selber Ressourcen zu sammeln, zu jagen und so weiter und so fort und dann hier auch unsere Skills voranzutreiben? Weiß nicht, also ich glaube, jemand, der nur so spielen möchte, ist bei diesem Spiel hier vielleicht ein bisschen falsch aufgehoben. Da sollte man dann vielleicht doch sowas wie Anno spielen. Nebenbei, Hust! Neue Reihe angefangen. Anno History Collection. 1602 fangen wir an. Seit gestern mittlerweile. Seit dem 25.06. Jeden Tag 17 Uhr. Viel Spaß. Weiter geht's. So, jetzt gucken wir nochmal drüben beim Jäger nach. Ich meine, wir müssten jetzt rein theoretisch 11 freie Leute haben, ne? Wenn das gleich fertig gebaut hier ist. Ah gut, ich hätte nicht weiter reinstecken können. Hä, wieso nur 6 Arbeiter? Wir hatten 5. Hä? Och, jetzt sag mir nicht, mir verschwinden hier wieder welche. Oh, das ist jetzt doof. Wir hatten doch 5, bevor ich gebaut habe. Jetzt blicke ich nicht mehr durch hier so richtig. Das dauert jetzt auch wieder ewig hier. Ja, komm, wir lassen erstmal die Leute hinlaufen. Ich glaube, ich werde gleich nochmal neu laden. Wir gucken mal kurz nach dem Priester. Der wollte ja auch wieder mal irgendwas. So, damit ich gleich nochmal kurz speichern und neu laden. Ich glaube, irgendwas hängt hier gerade fest. Ach, wo treibst du dich denn diesmal rum? Mach mal hier eine größere Ansicht. Ah. Taschen. Nochmal. Ja, klar. Hier. Gut. Dann, wie gesagt, machen wir mal kurz hier LP03 draus. Zack. Speichern. Das müsste jetzt ganz oben stehen. Tut's auch, denn es ist der aktuellste Speicherstand. Bestand laden. Zack, zack. Entschuldigt die Verzögerung, das muss jetzt aber mal sein, glaube ich. Entschuldigung. Weil mich verwundert es gerade, wir sind mit 11 freien Arbeitern gestartet in der Folge. Haben 6 weitere zur Verfügung gestellt durch die 2 Häuser. Trotzdem zählt da nur 6. Kann irgendwie nicht sein, ne? Oh, bei Holz habe ich jetzt eine gar nicht vorhandene Anzeige. Auch nicht schlecht. Warte mal, wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Da wollte ich hin. Oh, Ausdauer. Wartet mal kurz. Jetzt funktioniert es wieder gut. Das beunruhigt mich so ein bisschen, wenn ich jetzt so sehe. Okay. Was ist jetzt mit den Arbeitern passiert? Mal an der Baustelle gucken gehen. Vielleicht habe ich sie da irgendwo noch drinne und weiß es nicht. Oder er zählt sie gerade nur nicht in die aktuelle Baustelle rein, dass er da irgendwie ein Problem mit hat. Weil die sind fertig, die Häuser. Ups. Ja, hier sind eigentlich keine Bauarbeiter mehr drin. Ja, alles gut, Mädels. Könnt weiter pennen.
Oh. Moment, der hat keinen Kirchenzugang? Was? Was? Steht doch hier direkt nebenan. Was stimmt, das war ja nur dieser Bereich hier. Okay. Nun gut. Fehlt doch gerade wieder Holz. Wegen der Tischlerei. Habt ihr denn jetzt mittlerweile mal Möbel drin hier und Töpferei waren? Das war falsch, Entschuldigung. Nö. Ebenso nö. Aber hier hat doch gerade jemand was geholt, oder nicht? Wer hier? Okay. Und wir haben einen extra Speicher hier. Das heißt, die müssten ja eigentlich die Möglichkeit haben, sich die Ressourcen bringen zu lassen, schrägstrich zu holen hier von dem Speicher. Dorfbrunnen fertig gebaut. Ach Mensch, stimmt, da waren ja noch welche. Der Dorfbrunnen, den habe ich ja total verbeilt. Stimmt, an dem haben sie jetzt gewerkelt. Und schon geht das hier richtig rasant voran. Es müssten hier aber 11 sein, ne? Jawohl. Wunderbar. So mag ich das. Sehr schön. Zack, haben wir 11 Leute zur Verfügung. Können wir hier wieder 5 reinstecken. Dann haben wir hier auch dementsprechend eine Überproduktion. Und dann gehen wir jetzt noch rüber zur Lehmverarbeitung und versuchen da Lehm war irgendwo da hinten. Es kann natürlich auch gut möglich sein, dass ich die Töpferei hätte neben der Lehmgrube stellen müssen. Aber das war in der letzten... Ja, obwohl, auf der letzten Karte haben wir ja alles auf einem Fleck gehabt, da was das anging. So, was braucht ihr denn zum Aufsteigen? 16 Holz und 6 Lehm, okay. Ziegel, nicht Lehm. Zack. 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 Und aufsteigen bitte. So, dann sind da auch wieder 5 Leute weg. Wenn das fertig gebaut ist. Jetzt gucken wir uns aber nochmal ein bisschen um hier. Irgendwas ist hier doch ein bisschen eigenartig. Oh, Moment, die Sonne geht gerade auf, wir wollten was gucken, ne? Falsch. Moment. Hallöchen. Kein Angebot. Schade. Ebenso nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ja, du willst mich nur wieder abfüllen? Du? Auch nicht. Okay. Dann liegt das nicht daran, nicht an der Uhrzeit. Ah, Entschuldigung. Ein kleines bisschen verschluckt. Ja, Symbol, dass da Ressourcen fehlen. Mal in die Übersicht gucken hier. So, wir produzieren 5 und 2,5. Ah, ich sehe gar nicht den Ressourcenverbrauch, ne? Ah, das ist ja schade. Das wäre schön gewesen. Da muss ich mal über die Produktion gehen. Handwerk gehen, so rum. Er verbraucht eine. Also wir haben eigentlich eine Überproduktion da. 0,0? Was? Wieso? Warum? So, war kein Holz. Hahaha, klar. Okay. Aber Holz müsste doch eigentlich eine gute Produktion da sein, sag mal. Pass mal auf. Wir machen jetzt mal anders hier. Zack. Deaktivieren wir die Maximaldistanz. Mach das mal so. 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 Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass es immer so war, dass die Sachen hingebracht werden. Vielleicht ist es jetzt aber so, dass die sich das doch selbst holen. Selbst wenn, also ich meine, die Zugänge sind doch alle da. Mama, warum tust du mir nichts? Vielleicht sind hier zu wenig Lastenträger drin. Hier, guck mal, der hier hat doch gerade irgendwas geholt. Das wird aber Holz gewesen sein, wa? Ach, Pfaffe. Hör auf jetzt hier. Hm?
So, du kommst gerade von da hinten, also holst du gerade Holz. Der andere hat dann also Nahrung dabei. Und er hier bringt gerade Dinge hier rein. Was war es? Es waren fünf... Was? Du holst von da hinten die Ziegelsteine? Bist du des Wahnsinns? Sorg mal lieber hierfür. So, jetzt hat er wieder Ressourcen. Pass mal auf. So, jetzt hat er auch wieder Ressourcen. Gut, das heißt, jetzt werden endlich wieder Töpferwaren und Tischlerei... Möbel hergestellt. So, wie sieht's jetzt aus hier? Sie könnten aufsteigen. 20 Holz, 12 Ziegel. Eieieiei. Fangen wir an mit dem Aufstieg. Muss mir nochmal angucken, wo wir überhaupt anfangen wollen damit. Achso, der hier wollte auch noch was. Wie ich gehört habe, wollt ihr in der nächsten Sitzung... Nein, wollen wir nicht... aufschlagen. Vergiss es, Junge. Wir wollen hier keine Hexenverfolgung. Ist immer noch so schade, dass das hier nicht zwischenpasst, ne? Mit dem Wirtshaus, das wird nichts. Ich überlege, ob ich dann stattdessen vielleicht irgendwie noch hier ein Haus und da ein Haus versuche reinzuquetschen. Wenn es geht. Und die dann dafür hier drüben wegzumachen. Dann müsste ein Wirtshaus Platz haben. Und zur Not wird das eine Haus auch noch versetzt hier. Müsste klappen. So, warum jetzt übrigens noch der dritte Brunnen? Einfach nur, falls ein Feuer ausbricht. Damit hier noch Leute da sind zum Löschen. Hab ich nur vergessen zu erwähnen. Oh, was denn hier passiert? Na? Achso, der hat hier wieder diesen automatischen Modus drin. Das soll er gar nicht. Wir hatten hier gar keine richtige Straßenanbindung, ne? Er hat es zwar angezeigt, aber... Also hier drüber... War auch nicht zu 100%. So, ich glaube, die Produktion ist jetzt richtig in Schwung gekommen. Boah, 30 Holz? Junge, 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 lass mich raten. Das war dann der Speicherkarrenträger von hier hinten, der das Holz hier geholt hat. Auf einmal haben wir wieder Holz. Ist ja wunderbar. Na gut. Aber sag mal, Mädels, wie lange dauert denn das jetzt hier noch mit der Lehmgrube? Das ist jetzt hier ein bisschen... kontraproduktiv, wenn wir jetzt hier nur warten, ne? Gehen wir mal hin und helfen mal ein bisschen aus. Vielleicht ist es auch zu weit weg. Nee, die laufen jetzt hier rum und tun so, als wenn sie arbeiten würden. Hä? Na, so aber nicht hier. Ja, irgendwie scheint es da momentan Probleme zu geben, ne? Mit dem Fortschrittsbalken. Ja, wir müssen ja erstmal hier ein bisschen ausbauen, damit die Produktion dementsprechend höher wird. Und wir schneller an unsere Ressourcen rankommen, die wir brauchen. Dann werden wir jetzt doch erstmal die nächsten Folgen wahrscheinlich doch wieder mehr Hand anlegen müssen. Hier oder... Ah nee, keine oder. Ich wollte gerade sagen, so viele Bauarbeiter wie möglich beschäftigen, aber es wird gar nicht gehen, weil sonst haben wir wieder zu wenig Nahrung. Oder ich muss die vorkaufen, dass ich Nahrung auf Vorrat erstmal ankaufe. Ist okay, Priester. Hab's verstanden. Du brauchst Aufmerksamkeit. Du fühlst dich einsam da in deiner Kapelle, wo keine Mönche rumlaufen, weil du ja auch alle Mönche nach Michaelstein schickst zur Klausur. Hm? Hier ist aber am besten Willen, das hier ist nicht die Fortschrittsgeschwindigkeit, die man sonst mit Bauarbeitern hat. Es dauert viel zu lange. Da ist was nicht in Ordnung. Und wo bleiben meine Ziegelsteine? Sag mal, hier müssten doch schon Tausende abgeholt worden sein. Hallo? Moment. Okay. Ach, bestimmt, weil ich es gerade ausbaue. Oh, das kann natürlich sein. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wenn sich so ein Gebäude im Ausbau befindet, dass es dann nicht produziert, ne? Und deswegen konnte ich gerade nicht auf das Lager zugreifen. Ich wollte mir gerade gucken, ob da jetzt Ziegelsteine ohne Ende drin liegen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, an die habe ich gar nicht gedacht. So, gleich ist aber fertig hier. Zack.
Wir stopfen hier nochmal 5 Arbeiter rein. Ich darf jetzt schon auf Stufe 3 ausbauen? Okay. Aber kostet ein bisschen sehr viel, ne? So, nochmal gucken. Jetzt funktioniert das. Jetzt haben wir hier auch die 6 Ziegel. Davon kann ich gerade nur 3 tragen. Mal schnell hier rüber in den Speicher, dann ist er drin. Wo willst du hin, wenn ich mal fragen darf? Ja, die Speicherleute hier sind auch unterwegs. Beide Karrenschieber stehen nicht vor Ort. Also das ist wirklich noch ein Problem, das hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen beim Micha, nicht beim Micha, beim Chris. Dass die Karrenschieber hier quer durch die ganze Karte wandern. Obwohl man ja Reichweiten einstellt. Das wiederum war damals auch unser Problem mit der Bäckerei. Die Leute waren einfach maßlos überfordert, weil die ja quer durch die ganze Karte watscheln. Entschuldigung. Durch die ganze Karte watscheln und dementsprechend gar nicht rechtzeitig da ankommen, wo sie eigentlich hin sollten. So, apropos da ankommen, wo wir hin wollten. Ausbau. Da ich mir wirklich noch unsicher bin wegen der linken und der rechten Flanke hier von der Kirche. So, was wolltest du jetzt nochmal? Ja, Michael Stein, okay. Werde ich mal hier ausbauen zuerst. 20, 12 haben wir. So, ein Helferlein stellen wir mit ein. Wo war denn der Eingang? Hier. Achso, nee, hier drüben wird gebaut. Ah, da ist der Aufbau. Das ist aber deutlich breiter als vorher, habe ich das Gefühl, ne? Sehe ich bloß wieder den Fortschrittsbalken nicht, weil ich einmal rausgegangen bin? Okay, jetzt sehe ich ihn. Machen wir doch von hier drinnen. So aus dem Fenster heraus. Macht doch jeder, ne? Ah, ist alles zu eng hier drinnen. Hab zu wenig Platz. Ach, ich baue an. Aus dem Fenster heraus. Balken in den Boden gepflanzt. Wand hochgezogen. Fertig. Ne? Mensch, irgendwas ist halt komisch hier. Probieren wir es doch mal Käffchen eingießen in der Zeit. Man muss schon aufpassen, nicht, dass ich hier zu viel eingieße. Da kommt wieder ein Almosenbettler. Der ist mir jetzt aber irgendwo auch schon fast egal, ehrlich gesagt. Denn ich wollte schon gerne mit euch hier Stufe 2 schon mal fertigstellen. Das müssten ja nun auch neue Gebäudemodelle mit dabei sein. Die Baustelle sieht jetzt schon anders aus als vorher. Und es wird eine deutlich breitere Geschichte hier als vorher, bin ich doch der festen Überzeugung, ne? Also der Zaun selber ist jetzt voll implementiert. Achso, meine Vermutung ist dann falsch gewesen mit diesem Bodenrand, den wir da vorher gesehen haben. Obwohl, vielleicht täusche ich mich auch wegen der Breite. Bin mir gerade ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Achso, was ist jetzt hier gerade? Was sollen wir da machen gerade? Moment, ich muss mal raus. So. Fachwerk hochziehen. Okay, dann machen wir das. Hier. So. So, aber ansonsten von den Ressourcen her, es sieht langsam wieder stabil aus. Muss ich nur gleich mal noch reingucken bei der Tischlerei und Töpferei, wie hoch denn der Verbrauch des Guts ist momentan. Nicht, dass das jetzt schon zu hoch ist und die Leute uns dann immer wieder unglücklich werden, weil sie dann ihre Produkte nicht bekommen. Ja, wieder einen ordentlichen Batzen Holz bekommen. Das heißt, wir könnten theoretisch schon das nächste Haus ausbauen. Da werde ich mal den Ausbau selbst schon mal in die Wege leiten. Zack. Was? 2012. Ach, okay. Zu wenig Lehm. Ziegelsteine, etc. Na gut. Dann müssen wir da noch ein bisschen warten. So. Mach schon. Schneller. Los. Wo ist eigentlich der Fortschrittsbalken hin? Der ist schon wieder weg. Mensch. Ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Manchmal ist komisch mit den eigenen Stimmbändern. Die wollen dann nicht so gehorchen, wie man möchte. Und eigentlich bin ich irgendwie krank oder was auch immer. Das ist manchmal ist es komisch. Das ist vielleicht die Stimme überansprucht. Ah, ich habe mich schon gefragt, wann die kommen wird.
Aber zeitgleich geht ja auch mein Timer los. Ist ja. Jetzt hätte ich mir einen Timer für die Ratssitzung gestellt, ne? Aber die ist jetzt wichtig, die Ratssitzung. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt hier mal automatisch fertig bauen. Wird aber vorher noch 3 Leben kaufen. Oder machen wir mal ein bisschen mehr vorsichtshalber. Oh, das war falsch rum. So. Nicht, dass dann hier unsere Töpferei nicht mehr vorankommt. Orientier dich, Robin. Da ist die Kirche. Da müssen wir ausbauen. Zack. Kann dann der Arbeiter hier schon mal dran rumwerken. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, es ist vorbei für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch sehr gerne morgen wieder rein. Ciao.